Sorte. Europa traute erst seinen Augen nicht. Piep, 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 ich hab dich lieb. Und dann seinen Ohren. Oh, und seitdem traut man dem Grand Prix alles zu. Die 10 schrägsten Grand Prix-Momente mit Sonja Zietlow. Guten Abend, bonsoir, buenas noches, jak shamlar, good evening und dobry wieczór. In Europa gibt es, wenn ich mich nicht verzählt habe, 24 offizielle Amtssprachen und eine 25. auf die wir uns alle gemeinsam schon 1956 geeinigt haben, die Musik. Knapp 60 Jahre Eurovision Song Contest, hier kommen die schrägsten Momente mit Kuhglocken, Nussecken, Akrobatik und orthopädischen Strümpfen. Ja, und da reden wir jetzt nur von Platz Nummer 10. Deutschland beim Grand Prix, das war 42 Jahre lang eher gepflegte Langeweile als Verrücktheit. Doch dann kam er, Gildo Horn, der Retter des deutschen Schlagers. Ich bin Schlager toll, wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin Schlager toll. Der Gildo hat eigentlich so den Schlager wiederbelebt. Gildo hat diese ganze ESC-Nummer nicht so bierernst genommen, wie es lange Jahre davor war. Es wurde plötzlich mehr eine Unterhaltungsshow. Wenn das für den Grand Prix was Neues war, dann war es was Neues. Und danach nahm man auch wieder verstärkt Notiz vom Grand Prix. Der letzte Platz 1995. Im Jahr darauf durfte Deutschland noch nicht mal starten, um sich 1997 mit Platz 18 zu blamieren. Schlimmer geht's nimmer, dachte die ARD. Und dann kam Horn. Der war richtig crazy, Alter. Er entsprach natürlich überhaupt nicht diesem Fernsehbild. Da habe ich damals gesagt, warum nicht? Jeder kann gehen, wie er will. Das war die Bildschlagzeile, die Deutschland schon Wochen vor der Vorentscheidung in Bremen beschäftigte. Darf dieser Mann für Deutschland singen? Das ist ja immer ein Unterschied, ne? Ob man polarisiert, weil man irgendwie anders sein will, oder ob man polarisiert, weil man anders ist. Also musste sich nicht mehr durchsetzen. Er stand schon fest eine Woche vorher bei allen Umfragen, Gildo fährt nach Birmingham. Bei dem Thema muss ich jetzt erstmal herzhaft zubeißen. Die singende Nussecke gewinnt mit 61,8% und einer Komposition von Stefan Raab das Ticket nach Birmingham. Und die Grand Prix-Konkurrenz spuckt 1998 Gift und Galle. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland eben die richtige Antwort ist. War halt so, war eine super PR-Geschichte und ich gönn's ihm von Herzen. Der schrägste Auftritt, den der Grand Prix bis dahin gesehen hatte, wird hinter verschlossenen Türen inszeniert. Niemand soll wissen, was der Meister in Birmingham vorhat. Da gab's diese Diskussion und die Leute hatten irgendwie die Nase voll, immer der Siegel und so. Viele fanden's affengeil. Boah, endlich bricht mal jemand dieses stinklangweilige ESC-Korsett. Ja, das ist eher Klamauk. Das entsprach vielleicht nicht der Norm. Gildo hat euch lieb. Und der Schlagerwahnsinn beginnt. Ich bin dann auf die Bühne gegangen und hab das irgendwie abgepumpt. Der ist ja einer der Ersten, der wirklich eine richtige Show abzog. Das ist nicht gestellt, gar nichts. Er ist einfach so. Ist halt ein richtiger Entertainer, ne? Fing langsam an und dann rockte der so richtig im Refrain los. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. Zum ersten Mal in der ESC-Geschichte verlässt ein Sänger die heilige Grand Prix-Bühne. Und es werden sogar Kuhglocken geläutet. Zu Hause in Deutschland halten sensationelle 12,7 Millionen Fans und Gegner gespannt den Atem an, als der Mann mit den Nussecken auf Plateauschuhen sogar ein Geländer erklimmt. Hab mir irgendwie das Schienbein angehauen. Das Schienbein hat wirklich, ich glaube, das hat über ein Jahr gedauert, bis das wieder zugewachsen war. Der weiß, wie man eine Bühne rockt. Er steht da voll dahinter. Deswegen finde ich das total geil. Gildo war und ist ein Meister. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann denke ich nicht so viel drüber nach, was ich mache. Völlig am Ende wartet Horn dann auf das Herzstück des Grand Prix, die Punktevergabe. 3x12, 1x10 und 2x8. Am Ende wird Horn sogar Siebter. Die schräge Sensation Made in Germany ist tatsächlich geglückt. Das hat da in Europa, im Kontext, mit dem Bild auf uns eine ganze Menge bewegt. Das war die Meldung im Ausland. Das war halt nicht, wir Deutschen marschieren, sondern wir Deutschen lachen über uns selbst.
Und Gildo Horn selbst bekennt auch 17 Jahre später noch: Piep, 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 ich hab dich lieb. Gildo hat euch lieb. Gesucht werden auf Platz 9 die größten Eurovisionszicken aller Zeiten. 12 points are going to Russia. Woher kam eigentlich die peinlichste Mogelpackung in 6 Jahrzehnten ESC? Russia, 12 points. Und wer waren die nervigsten Gören der Grand Prix-Geschichte? Russia. And the winner is... Russia, Tattoo. 2003, großer Bahnhof für Tattoo in Riga. Mit Verspätung rauschen die angeblichen Lesben Julia und Jelena zum Grand Prix in Lettland an. Echte Weltstars können doch auch gleich mal den kleinen Gastgeber beleidigen, oder? Ehrlich, uns gefällt hier gar nichts. Riga ist scheiße, die Halle ist scheiße, die Bühne ist scheiße, Licht und Ton sind auch schlecht. Tattoo werden ausgebuht und freuen sich drüber. Echt schräg, denn das gab's noch nie beim Grand Prix. Das übrigens auch nicht. Wenn ich Lust habe, deine Kamera zu zerstören, dann mache ich das. Wobei die Mädchen natürlich es extrem übertrieben haben. Schräg, schräger, am schrägsten. Ich fand's ein bisschen sehr bemüht. 1 Million Alben hatten Tattoo mit Schulmädchen-Erotik bereits vor Riga verkauft. Und diesen Hit in allen Charts. Julia und Jelena kamen als Top-Favoriten nach Lettland gereist. Und mit der alles entscheidenden Frage, werden sich die angeblich lesbischen Mädchen auch bei ihrem Live-Auftritt küssen oder nicht? 2003? Natürlich absolut mutig. Im Musikvideo hat man es ja auch schon gesehen, dass die zwei sich da am Maschendrahtzaun küssen. Das ist so Madonna-like. Dann gibt man sich irgendwie Küsse auf der Bühne und dann ist das ist so geplante Provokation. Die Provokation ist ja ein Teil des Showgeschäftes. Ich finde, es ist eine Verarsche gegenüber dem Publikum irgendwo. Am Tag des Grand Prix, bis dahin muss die Schlacht geschlagen sein. Doch inzwischen war wirklich jedem klar, dass Tattoo, was so viel bedeutet wie sie liebt sie, die Fans belogen hatten. Das Wort von der Lesbenlüge ist plötzlich in aller Munde. Na klar sind wir lesbisch, aber das geht niemanden etwas an. Was wollt ihr von uns? Wir lieben uns einfach. Wir waren nie lesbisch. Wir lieben uns nur. Wir sind beste Freundinnen. Best Friends. Ich konnte dieses ständige Ausziehen und Rumgeknutsche nach einer Woche nicht mehr sehen. Es war einfach nur eine große Lesbenlüge. Ja, so eine Verarschenummer war das irgendwo. Sie haben alles gemacht, um aufzufallen. Das war Effekthascherei. Die Generalprobe hat ein Tattoo unentschuldigt geschwänzt. Ihr Auftritt am Samstagabend beginnt dann mit dünnen Stimmchen und lauten Buhrufen. Wir haben alle vor den Fernsehgeräten gebannt gesessen, mit Geifer im Mundwinkel. Ich kann mich genau daran erinnern, ich habe so geschimpft zu Hause. Ich war so sauer. Alle Zuschauer zu Hause haben genau darauf gewartet, dass Tattoo diesen angekündigten Skandal auf der Bühne machen. Nach genau 2 Minuten und 4 Sekunden hält die ESC-Welt den Atem an. Gibt es tatsächlich den ersten Lesbenkuss live auf einer Grand Prix-Bühne? In letzter Sekunde verlässt Julia und Jelena dann doch wohl der Mut. Nein, behauptet ihr Manager am Tag danach. Das wollte der Kreml und die russische Regierung so. Es war eine politische Entscheidung, hier teilzunehmen. Und da muss man sich auch benehmen. Das gehört eben zum Grand Prix dazu. Du musst auch teilweise etwas spielen, was du vielleicht gar nicht bist. Ich fand sie sehr lustig, mir haben sie auch sehr gut gefallen. Haben Platz 3 belegt. Und zwar sehr knapp hinter der Türkei und Belgien. Fast wäre das russische Märchen vom ersten Grand Prix-Sieg wahr geworden. Fast wären Tattoo die Heldinnen von Riga gewesen. Doch mit der Lesbenlüge haben Julia und Jelena zumindest definitiv ESC-Geschichte geschrieben. Ja, eigentlich war geplant, dass sich jetzt für die Quote 2 heterosexuelle RTL-Mitarbeiter küssen, aber die sind hier in Köln wohl relativ schwer zu finden. Egal. Der Grand Prix hat neben schrägen Momenten auch viele Karrieren hervorgebracht und 1988 sogar beides, als die Kanadierin Céline Dion für die Schweiz gewann. Aber selbst das verblasst vor der Weltrekordkarriere eines Mannes, zwischen dessen erster und letzter Chartplatzierung satte 57 Jahre lagen. Udo Jürgens.
Udo Jürgens am Ziel seiner Träume. Der Österreicher gewinnt 1966 den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Und dabei war der Ausnahmekünstler eigentlich fest entschlossen gewesen, nach zwei erfolglosen ESC-Teilnahmen mit der Musik komplett aufzuhören. Für immer. Nee, ich wollte absolut nicht mehr. Wenn ich weiß, was das für ein seelischer Stress war. Wenn man bedenkt, dass er überhaupt nicht das dritte Mal antreten wollte. Er war so in einer mittleren Krise und wusste gar nicht, ob er überhaupt noch als Sänger in dieser Branche weitermachen soll. Udo Jürgens war ein Wiederholungstäter beim Grand Prix. Warum nur? Kopenhagen 1964, Platz 6 mit seinem Schlager Warum nur, warum? Warum nur, warum? Blühen Blumen so schön, oh. Im Jahr darauf zählt der smarte Österreicher sogar zu den Favoriten in Neapel. Sag ihr, ich lass sie grüßen. Sag ihr, ich bin vergnügt. Und schafft einen hervorragenden Platz 4. Doch Udo Jürgens ist enttäuscht. Wie schräg. Er will sogar mit der Singerei aufhören, nur weil er den Grand Prix nicht gewonnen hatte. Ich war da so unter Druck, dass ich dann in Neapel bei der Eurovision, wo ich dann den vierten Platz gemacht habe, es war alles vor der Eurovisionsgewinn, hatte ich einen Zusammenbruch. Doch sein damaliger Manager Hans Beierlein glaubt an Udo Jürgens und meldet seinen Künstler ohne dessen Wissen zum Grand Prix 1966 an. Ich habe gesagt, da gehst du hin auf Biegen oder Brechen. Ja, und dann habe ich mich überreden lassen. Ich habe gesagt, okay, dann probiere ich es einfach nochmal. Luxemburg, 5. März 1966. Für Udo Jürgens beginnen die wichtigsten 3 Minuten seines Musikerlebens. Merci, merci, merci für die Stunden, Cherie. Ein sehr schönes Lied, sehr gut gesungen. Merci, Cherie, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Wie ich auf der Bühne war, habe ich gespürt, heute gelingt mir alles. Das F-Dur lag so runter, ganz ruhig. Dachte ich, Mensch, heute klappt's. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh. Ich fühlte mich sicher, die Stimme saß am richtigen Platz, obwohl in der Mitte eine sehr hohe, lange Ton zu singen ist, vor dem ich immer ein bisschen Angst hatte. Das ist mir alles geglückt. Merci, Cherie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Und endlich hat es dann geklappt mit Merci, Cherie für Österreich. Das ist auch so schön, es klingt nach wie vor irgendwie modern. Und mit diesem Song fing alles an, mit Merci, Cherie. In derselben Nacht sind noch Angebote von allen europäischen Fernsehstationen gekommen. Ja, und dann war uns klar, dass wir einen Fuß in der Tür haben. Was folgt, ist eine Karriere mit mehr als 100 Millionen verkaufter Platten, die vor ihm noch kein Grand Prix-Sieger hingelegt hatte. Er hat natürlich eine ausnahmslos grandiose Karriere gemacht. Er hat immer auch den Zeitgeist begriffen. Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der nicht mindestens ein Lied von ihm kennt. Udo Jürgens vor einem halben Jahr, auch fast 5 Jahrzehnte nach Merci Cherie, noch immer ein Topstar. Und noch immer ein Mensch zum Anfassen. Wer hätte gedacht, dass er mit 80 die große Weltbühne verlassen würde? Das kam ja für uns alle als ein Schock. Ich glaube, er hat das Leben geliebt und das Leben hat ihn geliebt. Und er ist bis zum Schluss sozusagen sich selber treu geblieben. Merci, merci. Nur ein einziger musikalischer Wunsch hat sich für Udo Jürgens leider nicht mehr erfüllt. Beim Grand Prix heute in Wien sein Merci Cherie zusammen mit Vorjahressiegerin Conchita Wurst zu singen. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci Cherie. Platz 7. Ok,
Okay, das klingt ja erstmal wie so ein typischer Grand Prix-Song, oder? Schon möglich, aber dieser schwedische Sänger ist hier auch nicht die Attraktion. Egal, wie der sich auch abmüht, seinen Song durch den Vorentscheid zu bringen, sein Gebärdendolmetscher fährt ihm eiskalt in die Parade. Das stiehlt ihm komplett die Show. Finde ich super. Der hat ja so eine Lebensfreude, wie der diesen Song präsentiert. Ja, da hat man ja so Lust zuzuschauen. Das macht so Spaß. Den finde ich super. Auf Gebärdensprache hat er einfach mal die Lieder quasi ja, übersetzt und auch mitperformt. Und das Tolle ist, eigentlich hat gar keiner mehr auf den Originalsänger geachtet. Ja, so kennt man ihn, den Grand Prix. Es ist eben alles möglich, von atemberaubend bis voll daneben. Seit knapp 60 Jahren ist das ein magischer Anziehungsort, nicht nur für Europas beste Musiker. Kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Sondern auch für die schrillsten Vögel und die fiesesten Patzer. Ja, der ESC ist ja bekannt dafür, dass entweder Leute kommen, die richtig gut singen können, oder Leute, die mit ihrer Show versuchen, Punkte zu ergattern. Ganz wenige schaffen es, das zusammenzubringen. Insofern ist der ESC auch einfach immer eine Plattform für wirklich skurrile Typen und skurrile Kostüme. Ach, Sie glauben, Sie sind ein richtiger Eurovision-Kenner und haben schon alles gesehen? Dann aufgepasst! Wir haben mal ein bisschen in der Grand Prix-Schatzkiste gekramt und doch noch die ein oder andere skurrile Perle aufgetan. Denn über die Jahre war den Künstlern wirklich jedes Mittel recht, um die Zuschauergunst zu gewinnen. Auch schräge Tanzeinlagen. Lebt aber jemand seinen Auftritt gerade. Bum, banger, bang, bum, banger, bum. Kennen wir ja alle. Das wäre vielleicht im Stummfilm alles ganz schön und groß gekommen. Da wird es ein bisschen albern. Andere versuchten, mit politisch aktuellen Themen zu punkten. Wie dieser junge Mann, der 1990 anlässlich der deutschen Wiedervereinigung entschied, das Brandenburger Tor zu besingen. Leider auf Norwegisch. Hat der Brandenburger Tor gesungen? Yep. Und das war ein Norweger? Ja. Und dann gibt es Nummern, zu denen uns, ganz ehrlich, gar nichts mehr einfällt. Hä? Was machen die da? Oh mein Gott. Das sage ich auch eine Scheißnummer, mal ganz einfach gesagt. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Ja, Moment, es wird noch besser. Das ist ja echt eine Show der Skandale, wenn man das mal auf den Punkt bringt. So kann man das schon sagen. Und genau deswegen gibt es auch ihn hier. 1976 versucht der füllige Finne Freddy, sich mit dem Titel Pump Pump in die Herzen Europas zu singen. Auch ein schönes Bild dieser Samson in der Mitte und dann die zwei Tiffys daneben. It's Freddy and the Friends. Das ist doch wirklich, das ist Samson aus der Sesamstraße. Er verfehlt sein Ziel allerdings knapp. Und trifft stattdessen eher die Lachmuskeln. Kurios, Hammer, also. Pom, pom. Am Ende gab's für Freddy immerhin Platz 11 von 18. Beim ESC ist alles möglich. Und ob nun eine 13-jährige Gewinnerin sich als 15 ausgibt, um die Regeln zu umgehen, oder es zur Abwechslung 4 Gewinner in einem Jahr gibt, erlaubt ist alles. Hauptsache schräg. Alter, alles, was du mir bis jetzt gezeigt hast, war schräg. Eben. Und so wie es aussieht, ist der nächste Grand Prix-Star auch schon geboren. Denn mal ehrlich, wen interessiert bei solchen Moves schon der Song? Platz 6. Grand Prix 1998 in Birmingham. Diese Sängerin geht für Israel ins Rennen und hat alles im Gepäck, was man im Musikgeschäft so braucht. Schöne Stimme, ein tolles Lied und gutes Aussehen.
Doch eine Kleinigkeit ist hier anders als sonst. War das nicht auch ein Mann? Natürlich, Dana International. Die war super. Für mich ist sie eine der besten Künstlerinnen, die beim Grand Prix aufgetreten sind. Und es war auch wieder was Neues, was Mutiges, was anders war. Denn Danas Teilnahme am Grand Prix sorgte in ihrem Heimatland Israel für einen Aufschrei. Dass eine transsexuelle Sängerin ihr Land vertreten soll, wollten konservative religiöse Gruppen mit allen Mitteln verhindern. Das hat sehr für Aufregung gesorgt im Vorfeld, das weiß ich auch noch. Wenn einer zum Beispiel homosexuell ist und hat eine super Stimme, ist doch wurscht. Also sie hat da ein Zeichen gesetzt, das Geschlecht sollte eigentlich keine Rolle spielen. Die Orthodoxen glauben nicht an die Demokratie. Sie mögen keine Schwulen oder Leute wie mich. Sie wollen, dass wir wieder so leben wie im Mittelalter. Aber mir ist das egal. Denn sie sind nicht stark genug, wir sind stärker. Weil wir überleben müssen. Hier war die Zeit wieder mal reif, sich protestmäßig zu bewegen. Und genau das tat Dana, zusammen mit dem Teil des israelischen Volkes, der hinter ihr stand und sie zum Grand Prix nach England schickte. Es war auch wirklich eine Trotzreaktion des Volkes, glaube ich. Dass man gesagt hat, so gerade jetzt erst recht. Und die transsexuelle Sängerin ist nicht die Einzige, die in den letzten Jahren die Gelegenheit genutzt hat, um beim Grand Prix für mehr Toleranz zu kämpfen. Wenn man irgendwas vermitteln möchte, dann am besten über Unterhaltung. Denn tatsächlich, bei diesem Musikwettbewerb galt schon immer, erlaubt ist, was gefällt. Und ich meine, solch eine Bühne ist natürlich prädestiniert, um viele, viele Menschen zu erreichen. Heutzutage sehen die Leute die Schwulenszene ganz anders. Sie beurteilen die Leute nicht mehr nach ihrer Sexualität, sondern nach ihrer Persönlichkeit. Und dafür lieferte Dana International schon vor 17 Jahren den besten Beweis. Mit ihrem Song Diva setzte sie sich gegen 24 andere Teilnehmer durch und wurde vom europäischen Fernsehpublikum zur Gewinnerin gekürt. Damit ist es klar, Israel hat den Grand Prix gewonnen. Dana International, Diva, ihr Song. Einfach cool, einfach super. Ich sag jetzt mal Chapeau, es ist ihr wirklich ein großer Schritt nach vorne gelungen. Es hat mich gar nicht überrascht, dass es möglich ist, dass man genau mit sowas gewinnen kann. Ganz im Gegenteil. Es war eine Riesensache für Israel. Vor dem Wettbewerb haben viele Leute gesagt, es ist wirklich eine Schande, dass Israel so jemanden zum Grand Prix schickt. Aber nachdem ich gewonnen habe, sind sie verstummt. Und heute tritt auf der ganzen Welt ein, wird gefeiert von Gautier und ist auf den, auf den roten Teppichen in Hollywood und überall. Ich gönn's ihm vom für Europa und den Wettbewerb, dass zwei bekennende Homosexuelle gewonnen haben, zwei gefakte Lesben aber nicht. Seit 1999 muss beim Grand Prix nicht mehr in der Landessprache gesungen werden. Nur ein Jahr später gab es schon die Quittung für diese Entscheidung, als sich ein Wiederholungstäter aus Köln exakt an diese Vorgabe hielt. Im Jahr 2000 ist weltweit eine Liedzeile in aller Munde. Ja, was haben wir denn da? Es ist einer der schrägsten Grand Prix-Momente und dieser Mann ist dafür verantwortlich. Genau. Beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Stockholm begeistert der Quatschsong von Stefan Raab die Grand Prix-Fanmassen. Für Raab selbst Ergebnis einer guten Idee. Wenn ich keine gute Idee gehabt hätte, wäre ich auch nicht hierher gekommen. Es war einfach so großartig und das war genau der Song zur richtigen Zeit. Das hat er geil gesungen und ich fand's toll. Ich fand den Titel ganz toll. Das hat's gerade so besonders gemacht, dass der Song so durcheinander schräg und was weiß ich was.
Ich glaube, der hat sich einfach von diesem ganzen Traditionsding nicht einschüchtern lassen. Nö, bunt, schrill, schräg. Für viele Künstlerkollegen und Grand Prix-Nostalgiker ist Raps Performance allerdings ein Angriff auf den guten Geschmack. Ich dachte, wie kann man sowas beim Grand Prix im Grunde singen? Das geht gar nicht. Also das war schon mehr als provokant. Das hat ja wirklich mit Musik und also mit Kunst nicht viel zu tun. Nun ja, in gewisser Weise ist das Lied schon eine künstlerische Leistung durch Minimierung der deutschen Sprache. Und dann streiten sich die Leute darüber, ist das jetzt ein tiefgründiger Text oder nicht? Oder nimmt er das Ganze überhaupt ernst? Und ich habe es auch zu dem Zeitpunkt auch noch viel für mich persönlich, auch als Musiker, zu ernst gesehen, weil ich dachte, der Text muss ja eine gewisse Aussage haben. Hat er ja auch. Also so in gewisser Weise. Zum besseren Verständnis hat der Herr Raab damals auf der Pressekonferenz den Text sogar den Journalisten diktiert. Was meint er damit? Da lacht man ja schon, wenn man es hört. Das habe ich ganz ehrlich gesagt nicht verstanden. Ist es Dialekt oder so? Also Hochdeutsch ist es jedenfalls nicht. Im Rab-Deutsch-Deutsch-Rab-Vergleich erschließt sich der Sinn aber schnell. Warte, Hade, du da. Was hast du denn da? Oder? Genau. Und die Idee für die aussagekräftige Liedzeile ist ebenso einfach wie genial. Inspiration für Stefan Raab ist ein persönliches Erlebnis gewesen. Und dann habe ich diese Frau im Park getroffen. Die hatte so einen kleinen Hund dabei und der hatte was im Mund. Und sie wusste nicht genau, was es war. Und sie beugte sich zu ihrem Hund runter und sagte, ja, Wadda hatte du da. Also auf so einen Einfall wäre ich in meinem ganzen Leben nicht gekommen. Das ist wirklich schräg. Stefan hatte einfach schon diese Vision, hey, ich will Leute unterhalten. Da kommt es nicht auf den Text an. Nö, solange der Spaß groß geschrieben wird. Ja, Stefan Raab hat einfach einen guten Blick und ein gutes Gefühl für den jeweiligen deutschen Zeitgeist. Das war dann Ende der 90er halt Spaß, Spaß, Spaß. So viel Spaß, dass ganz Europa in Feierlaune war. Am Ende lachte Schmunzelsieger Raab auf Platz 5. Und daran war nur eine Tatsache schuld. 12 Punkte aus Österreich. Yeah! Dankeschön! Boah, überleg mal, 5. Platz. Mit einem Lied, wo man eigentlich denkt, oh, niemals. Für mich hätte er gewinnen können. Eigentlich ist es interessant, bei so einem Wettbewerb mit so einem blöden Titel so 5. Platz zu machen. Unter den Top 5, ja, sind wir das südlichste Land. Yeah! Stefan Raabs glitzernde Bühnenshow hat den ursprünglichen Grand Prix in ein buntes Musikfest verwandelt. Er hat einfach was gemacht, was auch anders war. Und irgendwo hat es ja auch hier bei uns geknallt, ne, gezündet. Aber damals hat Europa auch zum ersten Mal so einen anderen Blick wieder auf Deutschland bekommen und hat einfach gesehen, Mensch, die Deutschen, die können wunderbar über sich selber lachen. Das hat sich niemand sonst getraut. Und das war auch mit ein Grund des Erfolges. Bis heute ist Raabs schräger Grand Prix-Auftritt ein erfolgreicher Ohrwurm, der um die ganze Welt gegangen ist. Platz 4. Sie haben einst Massenhysterie ausgelöst. Namen wie die Backstreet Boys oder New Kids on the Block. Aber sie waren alle noch ungeboren, als es die Truppe auf Platz 4 der schrägsten ESC-Momente bereits gab. Ja. Genial. Auch von Ralf Siegel, ne? Genau. Schon im Jahr 1979. Extra für den Grand Prix in Israel hat Musikproduzent Ralf Siegel Genghis Khan gegründet. Und da staunten alle über die erste deutsche Castingband. Wir denken ja irgendwie, mit den Castingshows ging alles los. Aber nee, da siehst du mal, das ist ja bald 40 Jahre schon diese Idee von Boygroups, von Castinggroups gibt. Man kann fast sagen, so Genghis Khan war so der Anfang einer Casting-Ära, die Jahrzehnte später richtig zum Aufblühen gab. Tja, Genghis Khan war eben eine Trendsetter-Truppe. 6 gestandene Künstler, die auf Mongolen machten. Edina Pop, Steve Bender, das Ehepaar Henriette und Wolfgang Heichel, Leslie Mandoki und Tänzer Louis Podgita. Wer kennt sie nicht? Ist ja auch schon lange her, ne? Das waren vorher alles einzelne Künstler.
Und Ralf Siegel hat die zusammengestellt und dann waren die so ein Bühnen-Act. So ein künstlicher Bühnen-Act, der beim Grand Prix 1979 zwar nur den vierten Platz erringen konnte, aber kurz danach mit dem Titel Genghis Khan die Spitze der deutschen Charts stürmte. Und auch der zweite Hit, Moskau, wurde schnell zum Dauerbrenner. Also es war absoluter Kult, ganz fantastisch. Das war einfach ein gutes Konzept. Also das war bis ins i-Tüpfelchen von Ralf eben auch, so ist er, Perfektionist, geplant. Und der Plan ging auf. Die Mongolenmusik begeistert bis heute weltweit die Massen. Selbst in Asien hat Genghis Khan absoluten Kultstatus erreicht. Genghis Khan, ein Phänomen und die erste deutsche Castinggruppe auf Platz 4 der schrägsten Grand Prix-Momente. Alle nachfolgenden Castinggruppen können Ihnen dankbar sein. Zurück zu den 10 schrägsten Grand Prix-Momenten. Wir sind in den Top 3 mit einem Quartett, das schon bei der Gründung wusste, uns wird es nur in dieser Kombination geben. Deshalb setzten sie auch den Bandnamen aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammen. Ja, das können sich nur Bands leisten, bei denen nicht ständig einer aussteigt oder tot im Pool treibt. Ein kleiner Napoleon vor einem großen Orchester. Klar ist das schräg. Und doch ist das, was gleich auf dieser Bühne passiert, nichts Geringeres als einer der größten Momente der Popgeschichte überhaupt. Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Ja, das war ja einer der ESC-Momente, die es eigentlich gab. Ich kenne ihn auch, ey. Ja, den kennen wir doch alle. Absolute ESC-Geschichte und hat aber auch damals wirklich zum Weltruhm verholfen. Insofern ein ganz wichtiger Moment für die Band, wie auch für mich, weil ich diesen ABBA-Fan bin. Bis dahin war das ja von 56 bis 74 eine sehr, sehr traditionsbezogene musikalische Unterhaltungssendung. Selbstverständlich war das noch ein kleines Auditorium mit ganz konservativ, brav angezogenen Menschen. Das sieht man ja selbst, wenn man das Publikum schaut, wie die sehen alle aus wie Pinguine. Und plötzlich kommt eine farbenfrohe, lustige Gruppe und reißt eigentlich eine Kluft zwischen der Tradition und einer neuen Zeitrechnung. Dabei hat die märchenhafte Erfolgsstory beim Grand Prix 1974 alles andere als glamourös begonnen. Ich weiß auch, dass sie ein Jahr vorher das schon mal probiert haben. Ja, die haben gescheitert mit dem Titel Ring Ring. Richtig. Ein Jahr zuvor schafften es die damals praktisch unbekannten Schweden mit dieser Nummer noch nicht einmal über den Vorentscheid hinaus. Ring Ring war ein kleiner Hit in Deutschland, Holland und Skandinavien. Aber darüber hinaus ist nichts passiert. Die Plattenfirmen waren eiskalt. Die sagten, aus Schweden? Mein Gott, vergesst es. Doch aber geben nicht auf. Und diesmal beim Grand Prix im britischen Brighton darf die Welt sie endlich doch kennenlernen. Und jetzt nach Schweden. Ein Land voller Berge, Seen und Wälder. Und natürlich voller blonder Wikinger. Das ist die Gruppe ABBA. Ja, der Name ABBA ist natürlich aus den Vornamen der Bandmitglieder entstanden. Annifried, Agneta, Björn und Benny macht zusammen Baba oder... Oder halt aber. Schon allein auf die Idee zu kommen, das so zu kombinieren, ja. Weil der Name geht einem ja gar nicht mehr aus dem Kopf, von damals bis heute. Aber ist aber. Ach, wusste ich gar nicht. Ja, da lernt man mal was dazu. Doch nicht nur der Name brennt sich an dem Abend ins Gedächtnis des europaweiten TV-Publikums. Mit diesem einen Auftritt stellen aber den Song Contest und die ganze Welt des Pop auf den Kopf. Bis heute warte ich darauf, dass jemand kommt, das Ganze mal analysiert und mir dann erklärt, warum. Und der mir sagt, das und das und das sind die Zutaten, die uns erfolgreich gemacht haben. Sie sind auf die Bühne gegangen, die haben geschillert, die haben gestrahlt. Und ich glaube, das hat für viele Leute einfach gezeigt, dass Musik auch Spaß machen kann. Wenn die Hausfrau daheim ihren Rollbraten macht und kann mitsingen,
Ja, dann oder sie sagen Waterloo. Aber sie schmeißt den Rollbraten in die Höhe und fängt ihn an. Aber sie fede. You wonder what is jetzt lustig. Schönes Lied. Aber die hatten bessere Lieder. Ich weiß nicht, ob das für Platz 1 reichen kann. Und wie das reicht. Aber gewinnen haushoch und starten mit einem Song eine bis heute unvergessene Weltkarriere. Es kommt, wie es kommt. Man hat 2, 3 Flops und dann kommt auf einmal ein Song und der ist entscheidend fürs ganze Leben. Sie waren bei dem Grand Prix, haben den gewonnen und sind bis heute die beste Band, eine der besten Bands auf der Welt. Ein herrlich schräger Grand Prix-Moment mit einem märchenhaften Ende. Schön. Platz 2. Rote Teppiche, Charity-Bälle und großer Glamour. Das ist ihre Welt. Ja, das ist diese Society-Dame. Ja, wie heißt sie? Gabriele Renate Ignatius. Ja, fast. Ihr kompletter Name lautet Gabriele Renate Inara Prinzessin zu Leiningen. Erst als die Frau des Aga Khan wurde sie aber berühmt. Als die Begum. Die Ehe ist geschieden, der Hoheitstitel weg, aber sie noch immer im Rampenlicht. Wenn man die heute sieht, die ist ja so ganz glamourös und so eine ganz feine, edle Frau. Nur das war nicht immer so. Hallo Vermittlung, bitte in London. Die Aktien sind schon wieder gestiegen. Ich glaube, ich stehe im Schwarzwald. Was ist denn nun mit meiner Verbindung? Bitte warte, bitte warte. Telefon. Bitte warte, bitte warte. Diese Schulterpolster, diese Farben, diese Haare, dieser Schmuck, alles. Hallo? Der Grand Prix-Vorentscheid 1986. Eher einer zum Vergessen, denn nur diese Nummer, der Song Telefon von der Gruppe That's Life, ist auch heute noch etwas Besonderes. Leider nicht besonders gut. Haben die letzte Platz gemacht? So ist es. Obwohl das Lied von Mr. Grand Prix persönlich komponiert ist, kommt es hochverdient auf den 12. und letzten Platz. Wer kam auf so eine Idee? Das kann nur Ralf gewesen sein. Das kann nur Ralf gewesen sein, genau. Schon wieder Ralf Siegel. Was hat Ralf Siegel damals denn nicht gemacht? Wenn er es gut macht, dann kriegt er seinen Jubel. Wenn er es nicht gut macht, dann wird er halt eben weniger Punkte bekommen. Ich meine, beim Form Ralf Siegel waren aber auch manchmal Sachen dabei, wo man nicht unbedingt jetzt so schwärmen kann, wo nicht immer alles hinten wie vorne war. Also kein Glanzstück des Komponisten. Das gilt aber auch für die spätere Begum. Da kann sie noch so lasziv in ihr gelbes Telefon hauchen. Hast du heute Abend Zeit? Vielleicht. Ich brauche dich. Das ist so ein bisschen so Hof. Mich. Und da ist Wolli, hinten mit der Brille. Das ist der gleiche, der bei mir Schlagzeug gespielt hat. Wolli. Hallo. Beim Song von Wolli, der Begum und Co. geht es übrigens um internationale Kommunikation und ach nee, lassen wir das. Am Ende geht es um ein hässliches Telefon. Das ist wirklich eine wunderschöne Frau. Aber diese Telefonaktion war ein bisschen komisch. Vielleicht hatte sie gerade Langeweile und dachte, vielleicht singt sie da mal ins gelbe Telefon. Das ist sowas aus der Kategorie, ich war jung und brauchte das Geld, ne? Jung ja, Geld nein. Denn als Adoptivtochter einer Großunternehmerfamilie ist sie schon immer flüssig gewesen. Doch das reicht ihr nicht. Und wirklich bekannt wird sie dann auch erst als die Begum. Ja, interessante Geschichte, ne? Als Schlagersternchen gestartet und dann als Begum sozusagen geendet. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gerne diese Aufnahmen verbieten lassen würde, weil das ist nicht sonderlich gut. Nicht sonderlich gut ist noch nett ausgedrückt. Denn die Telefonnummer gehört bestimmt zu den schrägsten Auftritten der langen Grand Prix-Geschichte. Willkommen
zurück zu den 10 schrägsten Grand Prix-Momenten mit dem Spitzenreiter. Grand Prix 1982 in Harrogate. Nachdem auf der Bühne stundenlang um die Wette choreografiert wurde wie bei einem Andrew Lloyd Webber Musical, tritt als Letzte eine völlig unbekannte 17-Jährige im Konfirmationskleidchen auf und setzt sich mit ihrer zum Stehkragen passenden weißen Wandergitarre zum Musizieren brav auf ein Höckerchen. Spätestens da war allen klar, die hat keine Chance. Brauchte sie auch gar nicht, denn sie hatte das passende Lied. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Nicole! So ist es, unser Platz 1. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Die Zuschauer damals staunten auch nicht schlecht. Man wusste nicht so recht, was soll das Ganze. Ich habe ja auch gedacht, als ich Nicole damals sah, dass ich auch gern die Haare mal so hätte. Ich glaube, das Kleid wird sie heute nicht mehr tragen. Germany 12 Points. Germany 12 Points. Ah, ich hätte es nie gedacht. Niemals. Gut, andere hatten 1982 wildere Kostüme und die besseren Choreografien. Nicole aber hatte eben den besseren Text. Germany 12 Points. Die hat gewonnen, ne? Und wie? Haushoch gewinnt das unscheinbare Mädchen aus dem Saarland mit ihrem schrägen Auftritt. Oh Gott. Nicole kann es selbst kaum fassen. Ich habe einfach nur rumgeschaut und habe die vielen Menschen gesehen, die aufgestanden sind und applaudiert haben. Ich habe einfach nur noch in die Menge gewunken. Ich war, juhu, das war überwältigend, ja. Denn zum allerersten Mal gewinnt Deutschland den Grand Prix. Nicole ist und bleibt bis heute Ralf Siegels größter Erfolg. Ist 33 Jahre her, mein lieber Gott. Und ach, es war ein wunderbarer Moment. Das war damals einfach die Sensation. Ich glaube, die glauben es in dem Moment selber nicht, ne? Nicole aber traf genau den Zeitgeist. Sie singt das, was sich 1982 alle wünschten. Denn es war Kalter Krieg, der Westen gegen den Osten. Alle hatten Angst. Diese Ohnmacht, nichts tun zu können, was einen Krieg aufhalten kann. Und das war eben auch der Wunsch aller Menschen da draußen. Es ging denn den Leuten ins Herz. Ach, Nicole, das kleine Friedenstäubchen eben. Wie eine Blume, so ganz so zart und so klein. Es könnte auch eine Nonne sein. Mit so ganz Spitzenkragen an. Ja, die Unschuld. Jetzt könnte man sich sowas gar nicht mehr vorstellen. Doch damals kommt dieser nun mal wirklich schräge Auftritt von Nicole einfach an. Ralf Siegel wusste es natürlich schon vorher. Sie sang den Song im Studio das erste Mal und mir liefen die Tränen runter. Und ich sagte, damit gewinnen wir den Grand Prix. Also das war auch bis ins kleinste Detail auch von Ralf auch durchdacht, dass es eben auch eine weiße Gitarre sein musste. Ich wusste, das wird die Menschen einfach vom Herzen her treffen. Ein bisschen Frieden verkauft sich über 5 Millionen Mal, steht in 8 Ländern gleichzeitig auf Platz 1. Sie hat quasi damals ihren Grundstein gelegt und hat auch eine tolle Karriere hingelegt. Da ging das dann durch die Decke. She's here live tonight with a little piece. Let's hear it for Nicole. Und sie singt auf Englisch. In verschiedenen Sprachen singen, ein Einfall, mit dem Nicole schon nach ihrem Sieg am Grand Prix-Abend das Publikum begeisterte. Das war eine spontane Entscheidung. Ich will mal, die Bilder sprechen für sich. Den kannte man einfach dann auf der ganzen Welt. Die ganz große Karriere für Nicole aber bleibt aus. Sie ist und bleibt das blonde Mädchen mit der weißen Gitarre. Es gibt einfach manche Lieder, die vergisst man ganz schnell, aber es gibt auch manche Lieder, die bleiben einfach für immer und ewig. Nicole ist einfach immer noch so unsere Nicole, die, so wie wir sie immer kannten. Oder anders gesagt, ein Mädchen mit dem schlichten Wunsch nach Frieden. Dieses Lied wird seine Aktualität wohl nie verlieren. Und ich werde auch nicht müde, dieses Lied immer wieder zu singen. Und wir
fassen zusammen. Noch führt Ralf Siegel bei den Platzierungen, aber als Produzent, Interpret und Moderator hat Stefan Raab ihm den Titel Mr. Grand Prix trotzdem abgelaufen. Ja, und das waren sie, die 10 schrägsten Grand Prix-Momente. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, dann mit den 10 pikantesten Geschichten der Welt. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin sage ich Tschüss und machen Sie's gut.